Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, sehe ich einfach aus wie eine Hexe. Bin voll genervt, weil ich auch noch einkaufen gehen musste. Aber meine Katzen lieben mich trotzdem. Wahrscheinlich nicht, aber ich lebe gerne in dieser Illusion. Also habe ich die beiden erstmal begrüßt und die haben so getan, als hätten die sich gefreut. Dann wollte Cosmo noch vor dem Abendessen raus. Er denkt immer, er könnte sich draußen einen Vogel fangen und müsste dann sein Nassfutter nicht fressen. Die Tatsache, dass er das noch nie geschafft hat, lässt ihn nicht an seinem Glauben zweifeln. Apollo hingegen war ziemlich abgenervt, dass ich schon so früh da bin, weil er noch müde war. Und dann habe ich auch noch ein Fellbüschel an ihm entdeckt und habe gesagt, wir müssen dich jetzt einmal bürsten. Ja, Double Fuck für das Kätzchen, aber ich habe ihm erstmal eine Massage gegeben. Während ich ihn gebürstet habe, hat er mich gleich mit Winterfell für den nächsten Winter ausgestattet. Ich habe zwar nicht darum gebeten, aber was man hat, das hat man. Lass ich einfach so, dann habe ich mir die nächste Winterjacke gespart. Dann sage ich ihm, geh mal kurz in die frische Luft und er so, nee, kein Bock. Währenddessen dachte Cosmo, ihn beobachtet keiner und hat ein bisschen Rasen gekaut. Guckt euch mal sein dickes Bauch hier an. Von wegen Pflanzen machen schlank. Dann hat sich auch Apollo endlich rausgetraut und Cosmo hat versucht, einen Vogel zu fangen, wie immer erfolglos. Und Apollo ist ohne Leine, weil er Angst hat, 2 Meter weiter als vor die Tür zu gehen. Dann kam Cosmo wieder rein. Ich meine, klar, nach erfolgloser Jagd hat man immer noch Hunger. Apollo ist ihm gleich hinterher, weil er seinen Geruch nicht erkannt hat, hat ihm so ein Po geschnuppert, nach dem Motto, bist du überhaupt mein Bruder? Und Cosmo so, lass mich in Ruhe, wer soll ich sonst sein, dein Vater?